Deutschlandgeschwindigkeit. Wir können in der Zeit oder in der Geschwindigkeit der Vergangenheit die Infrastruktur für heute und morgen nicht mehr bauen, sondern wenn wir unabhängig werden wollen, wenn uns klar ist, dass Unabhängigkeit von russischem Gas auch bedeutet, dass wir Freiheit und Frieden und Sicherheit damit auch garantieren können, dann ist das ein Grund, schneller zu werden. Wir sind im engen Austausch mit der Bundesregierung, dass die Beschleunigungsmöglichkeiten, die uns die Bundesregierung geöffnet, eben auch tatsächlich hier wirken. Und wenn man das nochmal zusammenzählt, heute dieser wirklich wichtige Schritt in Stade mit den Antragsunterlagen, die Zusage, dass wir sehr schnell arbeiten werden, weil wir großes Interesse daran haben, auch sehr schnell dann in einem Verfahren weiterzukommen. Die Hoffnung, dass wir die Schritte, die die Bundesregierung angekündigt hat, auch hier nutzen können. Wir bauen auch dann, wenn die Genehmigung vielleicht noch nicht komplett erteilt ist, damit wir am Ende gleichzeitig fertig werden und rechtzeitig Gas importieren können. Und normalerweise bist du mal derjenige, der auf die Zeit drängt, jetzt ringen wir beide zusammen. Ich hoffe, dass wir Ende 2024 schon fertig sind und damit ein starkes Zeichen setzen für eine unabhängige Energieversorgung in Deutschland. Und jetzt freue ich mich auf die Arbeit, die du uns gibst. Das sind die entsprechenden